Yoga bedeutet nicht, deinen Körper zu verdrehen, auf dem Kopf zu stehen, deinen Atem anzuhalten oder irgendeinen anderen Unsinn. Die Religionen der Welt rufen schon seit langem, dass Gott überall ist. Als Einstein E ist mc Quadrat sagte, war das nicht seine lebendige Erfahrung. Das ist seine mathematische Schlussfolgerung. Diese Frage hat nichts mit Yoga zu tun. Sadhguru, es gab Fragen, mit denen ich hierher gekommen bin. Und eine davon ist, was war der Grund für die Erschaffung dieses Universums? Warum fragst du mich, ich habe es nicht erschaffen? Nein, du sagst zuerst, es hat nichts mit Yoga zu tun. Es gibt nichts, was nicht mit Yoga zu tun hat. Denn Yoga bedeutet Einheit. Yoga bedeutet nicht, den Körper zu verdrehen, auf dem Kopf stehen, den Atem anzuhalten oder irgendeinen anderen Unsinn. Yoga bedeutet Einheit. Einheit bedeutet alles einbeziehend. Alles ist eins in deine Erfahrung geworden. Nun, das ist nicht unsere Idee. Denn so ist die Existenz, dass sie alles einbezieht. Hier gibt es nichts, was man von dem anderen trennen kann. Die moderne Wissenschaft beweist dir heute zweifelsfrei, dass die ganze Existenz nur eine einzige Energie ist, ja? Die Religionen der Welt rufen schon seit langem, dass Gott überall ist. Ob du nun sagst, Gott ist überall, oder ob du sagst, alles ist eine Energie, sprichst du von unterschiedlichen Realitäten oder von der gleichen Realität? Gott ist überall. Alles ist eine Energie. Sprechen wir von derselben Sache? Das hat ein Wissenschaftler nie erfahren. Er hat es nur mathematisch geschlussfolgert. Als Einstein E ist mc Quadrat sagte, war das nicht seine lebendige Erfahrung. Das ist seine mathematische Schlussfolgerung. Ein religiöser Mensch hat es nie selbst erfahren. Er glaubt es nur, weil jemand, an den er glaubt, es so gesagt hat. Nun, Yoga bedeutet, dass du ein hartnäckiger Fall bist. Du bist nicht bereit, dich mit Schlussfolgerungen oder Glaubenssätzen zufrieden zu geben. Du willst es wissen. Wenn du also hier sitzt, wenn du die ganze Existenz als dich selbst erfahren kannst, dann bist du im Yoga. Es gibt also keine Frage, die nicht mit Yoga verbunden ist, okay? Es ist sehr verbunden. Nun, was du fragst ist, warum die Schöpfung, nicht wahr? Wenn es um die Schöpfung geht, fragt man nie warum. Du fragst wie. Denn wenn du fragst, warum die Schöpfung, kann ich dir sagen, eines Tages, weißt du, hatte Gott nichts zu tun, er spielte mit Murmeln. Eine Murmel fiel auf diese Weise und wurde zum Planeten Erde, eine andere flog hoch und wurde zur Sonne. Soll ich fortfahren? Das ist eine lächerliche Geschichte, die dir nicht gefällt. Aber ich kann dir eine schöne, ausgefeilte Geschichte erzählen, die du gerne glauben möchtest. Es braucht etwas mehr Zeit, das ist alles. Wenn ich dir eine ausgefeiltere Geschichte erzähle, wirst du sie mir glauben, nicht wahr? Wenn du daran glaubst, ist es eine interessante Geschichte, eine positive Geschichte. Wenn du meine Geschichte nicht glaubst, ist es eine negative Geschichte, aber in beiden Fällen bist du der Wirklichkeit nicht näher als jetzt, nicht wahr? Ja oder nein? Wenn du meine Geschichte glaubst, kommt sie dir nahe? Wenn du meine Geschichte nicht glaubst, kommt sie dir dann nahe? Nein. Du wirst nur Geschichten haben. Vielleicht ist das, was ich dir erzähle, eine wahre Geschichte. Selbst wenn es eine wahre Geschichte ist, verschafft sie dir trotzdem keinen Zugang zur Wirklichkeit, nicht wahr? Vielleicht erzähle ich dir eine wahre Geschichte, aber selbst wenn es eine wahre Geschichte ist, ist es in deiner Erfahrung nur eine Geschichte, nicht wahr? Geschichten werden dich unterhalten, Geschichten werden dich trösten, Geschichten werden dich nicht befreien, das musst du wissen. Du musst also zunächst einmal entscheiden, suchst du Trost oder suchst du nach einer Lösung? Wenn du Trost suchst, bist du hier am falschen Ort. Denn ich bin für niemanden ein Trost. Ich bin hier, um dich mächtig zu verstören. Wenn du keine Fragen gestellt hättest, werde ich diese Fragen für dich stellen.
Dies ist nicht der Ort, um zu sagen, alles wird gut, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Das sagen sie dir schon seit langem. Das wird dir helfen, heute Nacht gut zu schlafen. Mich interessiert nicht, ob du gut schläfst oder nicht. Mich interessiert, dass du morgen früh erwachst. Was ist dein Interesse? Die Menschen haben sich also darauf konzentriert, wie man dich zum Schlafen bringt. Sie haben dir also Geschichten erzählt. Ich werde dir keine Geschichte erzählen, denn wenn du fragst, warum, kann ich dir nur eine Geschichte erzählen, nicht wahr? Gerade jetzt ist diese Frage aufgekommen. Wenn du dich jetzt gerade ekstatisch fühlen würdest, würdest du fragen, warum die Schöpfung? Du würdest dich freuen, erschaffen worden zu sein, nicht wahr? Gerade jetzt ist die Erfahrung des Lebens irgendwie belastend geworden. Das ist, wenn du fragst, why all this creation? Warum diese ganze Schöpfung? Lasst uns also zuerst die Erfahrung des Lebens ändern. Dann werden die richtigen Fragen kommen. Im Moment kommt die Frage selbst aus einer falschen Perspektive, weil du diese Frage nicht mit dem richtigen Gefühl für die Bedeutung dieser Frage stellst. Du äußerst diese Frage sehr leicht. Du fragst, was ist die Grundlage meiner Existenz? Du fragst, was ist das Wesen meiner Existenz? Aber du fragst es zu beiläufig, weil du den Schmerz der Unwissenheit noch immer nicht kennst. Du genießt immer noch deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch, dass Unwissenheit Glückseligkeit ist. Du wirst nicht durch den Schmerz der Unwissenheit zerrissen. Wenn so etwas passieren würde, dann würde ich dies auf eine andere Art und Weise beantworten. Wenn du die Frage nicht stellen könntest, wenn dir Tränen kämen, wenn du nur an die Frage dächtest, dann würde ich sie auf eine ganz andere Art und Weise beantworten, die nicht in Worte gefasst ist. Aber jetzt, wo du die Frage so klar artikulierst, weißt du noch nicht, wie tiefgründig die Frage ist, die du stellst.